Ist das euer Vater? Unser Papa ist seit einem Jahr vermisst. Ja, das ist mein Mann. Der ist verschwunden. Und ihre Kinder suchen ihn immer noch. Ja. Wovon leben sie denn im Moment? Gibt es Gemeinschaftskonten? Ich habe da keinen Zugang zu. Das heißt, Sie haben überhaupt kein Geld zur Verfügung? Nein, ich tue das für die Kinder. Mir kommen gleich die Tränen. Die wirtschaftliche Existenz ihrer Schwiegertochter und ihrer Enkelkinder hängt davon ab, dass sie Unterstützungsleistungen bekommen. Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. So, du, was war das jetzt? 44, ne? Ja, ja, genau. Ja, ne? 44. Kavaliersdelikt. So was kann mit tatsächlich 150 Euro bestraft werden. Das wussten wir nicht. Wir hatten keine Ahnung. Das spielt keine Rolle. Trotzdem wird hier ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten sein. Hallo, guten Tag. Hab ich das gerade richtig gehört? Sie wollen den Kindern 150 Euro Strafaufwurm dafür, dass sie Plakate anhängen? Das ist meine Aufgabe. Ich bin vom Ordnungsamt. Ich habe hier für Ordnung, Sicherheit, Sauberkeit zu sorgen. Und wenn ich so was sehe, habe ich dagegen vorzugehen. Das ist ganz normal. Ich zeig Ihnen mal ganz kurz. Gucken Sie mal. Und schwupps, weg ist es. Dann sagen Sie den Kindern, dass sie die Plakate wieder abhängen sollen. Ist doch ganz einfach. Nö. Nö? Hier hängen mehrere Plakate und damit ist der Tatbestand erfüllt. Alles klar. Jetzt ich hätte gerne die Adresse. Wir reden jetzt von mal nicht über Tatbestand. Schauen Sie sich das bitte mal an. Hier steht drauf, dass die beiden Kinder ihren Vater suchen, der seit einem Jahr vermisst wird. Meinen Sie nicht, dass Sie da einen Ermessungsspielraum haben? Nein, um das es ist Ganze nicht an zu mir zu entscheiden, welche Inhalte plausibel, vernünftig sind. So was hat einfach nicht stattzufinden. Okay, also deswegen machen wir es gerne anders. Die Adresse. Wie heißt du? Paul. Und wie alt bist du, Paul? 10. So, und damit ist das schon erledigt. Der junge Mann ist nämlich gar nicht strafmündig, okay? Okay? Aber das Mädchen sicher. Ich heiße Hanna Wenzke, ich bin 14 Jahre alt. Okay. Gib ihm einfach deine Adresse. Okay. Genau, dann bitte schön. Hanna Wenzke, wir wohnen in der Eichhornallee 18. Gut, habe ich notiert. Dann kommt in den nächsten Tagen Post und ich hoffe, so etwas passiert nicht wieder, ja? Danke. Dann schönen Tag noch. Wiederschauen. Sitzenmäßig sind sie. Ganz toll. Ist das euer Vater? Unser Papa ist seit einem Jahr vermisst. Gut, und die Mama? Wo ist die? Im Laden, dort vorne in der Eichhornallee 18. Sag mal, müsst ihr denn nicht längst schon in der Schule sein? Eigentlich schon, aber wir haben noch große Hoffnung, dass er da draußen irgendwo noch sein muss. Deswegen dachten wir uns, lieber jetzt als nie. Seid ihr auf der gleichen Schule? Ja. Gut, dann schlage ich dir jetzt Folgendes vor. Wir gehen zu deiner Mama und erzählen dir, was hier passiert ist. Und ihr geht zusammen in die Schule und du nimmst deinen kleinen Bruder mit. Wäre das okay? Mhm. Ja? Und jetzt bitte, macht euch nicht so viele Gedanken. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja? Es gibt bestimmt jemand anderen beim Ordnungsamt, der für eure Situation Verständnis hat. Ja? Okay? Dankeschön. Also bis dann. Vielen Dank. Und bitte keine Angst haben. Kriegen wir alles hin. Okay. Tschüss. Komm. Hast du das mal richtig angeguckt, das Ding? Die beiden suchen ihren Vater, der seit einem Jahr vermisst ist. Und der Typ hat nichts anderes zu tun, als ein Bußgeld zu verhängen. Darf ja nicht wahr sein. Komm, wir reden mal mit der Mutter. Ja. Nur wenige Meter entfernt betreibt Lea Fenske ein kleines Keramikcafé. Ingo Lenzen rührt das Schicksal der Familie, weshalb er seine Hilfe beim Einspruch gegen das Bußgeld anbieten will. Und die zweifache Mutter hat noch weitaus größere Sorgen. Hallo, guten Tag. Hallo. Wir sind keine Kunden. Mein Name ist Lenzen, das ist Herr Hanke. Hi, ich bin Hanke. Guten Tag, hallo. Haben Sie zwei Kinder namens Hanna und Paul? Ja, habe ich. Was ist mit denen? Die haben wir gerade gesehen, wie dieses Plakat hier aufgehangen haben. Und dann kam irgendwie das Ordnungsamt und wollte beide da zur Rechenschaft ziehen und Bußgeldbescheide ausstellen. Und, was? Bußgeldbescheide? Ja, gegen ihre Tochter, die ist ja schon strafmündig. Ich helfe Ihnen da gern bei, wenn es da irgendwas... Okay. Ja. Oh Gott, meine... Ja. Stimmt das? Ein Jahr? Ja, der ist... Ja, das ist mein Mann. Der ist verschwunden. Und Ihre Kinder suchen ihn immer noch? Ja, die suchen ihn. Ja. Das ist genau heute vor einem Jahr. Ich kann mich erinnern, da bin ich zu dem Haus gegangen von meiner Schwiegermutter und ihm und... Der hat ein Boot und der ist da immer angeln gewesen. Und ich wurde da hingerufen und die haben das Boot gefunden und es ist gekentert. Hallo. Armbruster von der Kripo Berlin. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir bis jetzt keine Spuren von Ihrem Mann aufgefunden haben. Und dann kam dann ein anderer Polizist und hat mir seine Mütze überreicht. Ist Ihnen die Mütze bekannt? Die Mütze
Rotes aufgefunden. Die hat ihm Paul geschenkt. Und die haben mir gesagt, dass er nicht mehr auffindbar ist. Oh, das tut mir leid. Ja. Die Kinder sind jetzt auf der Suche nach ihm und haben deshalb die Plakate aufgehängt. Ja. Da kann man da kein Bußgeld bestellen. Was sind das für eine Nummer? Wissen Sie? Da kümmere ich mich. Frau Fenske. Oh, Herr Alt. Hallo. Was ist denn mit meiner Rechnung jetzt? Die muss doch noch bezahlt werden. Ja, ja, das kann jetzt nicht länger warten. Ja, ja, das werde ich machen. Ich habe Ihnen das ganze Keramik hier geliefert. Ja. Und dann lasse ich das von meinen Mitarbeitern nachher abholen. Das geht nicht. Ich brauche auch mein Bitte, Geld. Ja, ich verstehe das. Nein. Ich werde das machen. Ja, ist gut. Verspreche Ihnen. Danke. Was ist denn das für ein Tag heute? Oh Mann. Du wechselst alles ein bisschen über den Kopf, oder? Ja. Das war gerade ein Lieferant. Von dem anderen Lieferanten habe ich schon. Wie läuft denn der Laden? Bescheid. Ich bin mittlerweile so hoch verschuldet und ich weiß nicht, wie ich das alles stemmen soll. Wissen Sie, ich bin zweifache Mama. Sie haben ja meine Kinder kennengelernt und ich kann nur 4 Tage arbeiten. Ich schaffe das nicht, 5 Tage zu arbeiten, wissen Sie? Sagen Sie, wovon leben Sie denn im Moment? Sind das nur die Einnahmen hier aus dem Laden? Und ja. Gibt es Gemeinschaftskonten? Die laufen aber auf meinen Mann. Ich habe da keinen Zugang zu. Das heißt, Sie haben überhaupt kein Geld zur Verfügung? Nein, habe ich nicht. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich das jetzt so sage, aber Sie haben einen Anspruch auf eine Witwen- und Waisenrente, wenn Ihr Mann tot ist. Ah, okay. Aber solange er nicht für tot erklärt ist, geht da kein Amt drauf ein. Und keine Rentenstelle geht darauf ein. Das heißt, man müsste ihn für tot erklären lassen. Das wäre eine Voraussetzung. Dann hätten Sie den Anspruch auf diese Unterstützungsleistung. Okay. Aber was ist denn, wenn er wieder auftaucht? Das kann man revidieren lassen. Dann taucht er halt wieder auf und dann sagt man, er lebt doch und muss eventuell Leistungen zurückerstatten. Monika, aber was ist hier los? Was höre ich da gerade? Monika. Moment mal. Mein Sohn soll für tot erklärt werden. Entschuldigung. Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Lenzen. Ja, guten Tag. Ich bin ein Anwalt und ich habe Ihre Enkelkinder gerade kennengelernt. Die versuchen, Papa zu finden. Aber deswegen kann man doch meinen Markus, meinen Sohn, nicht für tot erklären lassen. Okay. Was soll das denn? Schauen Sie mal, aber ich habe Ihrer Schwiegertochter gerade erklärt, dass sie dann Anspruch auf eine Witwen- und Waisenrente hat. Ich glaube, es geht los. Deswegen lasse ich doch meinen Sohn nicht für tot erklären. Sagen Sie mir eins. Gibt es für Sie ein Lebenszeichen von Ihrem Sohn im letzten Jahr? Nein. Gibt es eine Kreditkartenabrechnung, über die man nachverfolgen kann, wo er zum Schluss war? Nee. Im letzten Jahr? Nee, haben wir nicht. Sonst irgendwas, weshalb Sie Grund haben zu glauben, dass er noch lebt? Ich bin Mutter und ich fühle es einfach. Das verstehe ich doch. Aber deswegen lasse ich ihn trotzdem nicht für tot erklären. Aber warum wollen Sie denn Ihre Tochter solchen Problemen aussetzen? Hey, Lea. Sie könnte es. Hey, nein. Was los? Das ist ein Freund von mir. Hallo, guten Tag. Frau Henrik Walter. Er hilft mir ein bisschen, unterstützt mich. Prima. Können wir trotzdem weiter offen reden oder gibt es da Geheimnisse? Oder, also nein, alles gut, er darf alles wissen. Gut, also, ich werde mal ganz konkret. Es gibt Banken, die kündigen jetzt die Kredite und ihre Schwiegertochter steht mit den Kindern vorm Ruin. Und es gibt nichts, mit dem sie dann auch die Existenz für die Enkelkinder sichern kann. Nichts. Da wird es bestimmt noch andere Möglichkeiten geben. Aber ich wüsste nicht, welche, wenn man kein Geld hat. Ich will mich nicht einmischen jetzt hier, aber ich weiß nicht, ich hätte eine Idee. Also ich habe draußen ein Auto, ich kann mir das als Sicherheit benennen. Das würdest du für mich tun? Das ist ein Riesenangebot. Wenn wir das der Bank anbieten könnten, können wir sicherlich noch ein paar Wochen rausschlagen. Das wird ja immer verrückter hier. Mein Sohn wird nicht für tot erklärt. Also, ich habe einen ganz netten Rechtspfleger, mit dem können wir reden. Okay. Und der kann uns dabei helfen, diesen Antrag auszufüllen, wenn Sie das möchten. Ich würde es machen. Okay. Gerne. In der Trauer um ihren verschollenen Mann war die 39-Jährige bisher wie gelähmt und steuerte auf den finanziellen Ruin zu. Ingo Lenzen kann durch Gespräche mit Banken und Lieferanten der Ladenbetreiberin zumindest einen Aufschub verschaffen. Wie ist es bei der Bank gelaufen? Gut. Kannst du dir gar nicht vorstellen, Die beiden Banken haben gesagt, ihnen reicht die Sicherheit, die dieser Henry Walter in Form des PKWs gegeben hat. Und der Lieferant, der hat auch gesagt, dass er damit zufrieden sei und das reicht ihm erstmal. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Wochen Zeit. Sehr schön, das freut mich. Man muss sich aber mal vorstellen, ich meine, unsere Mandanten sind wirklich die Hände gebunden, in jeglicher Hinsicht. Das gibt auch mir so ein bisschen das Gefühl der Ohnmacht. Ohnmacht ist genau der richtige Begriff, du. Das musst du dir mal vorstellen. Da verschwindet auf einmal jemand aus dem Leben von der Familie. Der ist einfach weg. Von einem Tag auf dem anderen ist der aus dem Leben gerissen. Das gibt's doch nicht, ey. Hi. Hey, Sarah, tu mir bitte einen Gefallen. Ich brauche unbedingt diese Vermisstenakte von dem Fenske.
Kannst du Akteneinsicht bei der Polizei beantragen? Na klar, kein Problem, mach ich gleich. Perfekt, danke. Bis später. Ja, tschüss. Ciao. Dieser Henry, der unser Mandant in einem Geschäft besucht hat. Ja. Hast du gesehen, wie die sich angeguckt haben? Also wenn du mich fragst, ist da mehr dahinter. Meinst du? Da habe ich vielleicht irgendwas nicht gesehen. Gut, also was wir jetzt machen ist, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Gläubiger, weil da sind ja noch ein paar andere, nicht nur der eine jetzt, der Lieferant. Ja. Und dann will ich wissen, was hinter dem Verschwinden von dem Fenster steckt. Fenster steckt.